Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Master and Commander, in der wir die einzelnen Kapitäne von World of Warships Legends vorstellen. Heute spielen wir in der Otschakow und es geht um den russischen Kreuzerkapitän Nikolai Kusnetsov. Wir haben ihn unter dem Decknamen Aviso sozusagen geskillt, gebaut. Das heißt, wir wollen möglichst viel HE-Schaden machen und eben mit den hochexplosiven Granaten so viel Schaden wie nur irgendwie möglich rauspumpen. Dementsprechend ist natürlich dann auch alles aufgebaut. Wir beginnen am besten gleich mit den Inspirationen. Da haben wir einerseits selbstverständlich Francesco Mimbelli, der die Ladezeit der Kreuzer Hauptgeschütze reduziert, und andererseits André Roux, den Franzosen, der den HE-Schaden der Kreuzer Hauptgeschütze erhöht. Also genau das, was wir möchten. Wir möchten möglichst oft schießen und dabei möglichst viel Schaden machen. Und Nikolai Kusnetsov mit seiner Basisfähigkeit hilft uns dabei natürlich auch. Wir sehen es hier schon, schießen auf eine relativ große Reichweite, wobei wir hier auch noch einigen Platz mehr sogar hätten, und haben somit einen großen Radius, um eben wirklich möglichst lange, möglichst viel schießen zu können. Man könnte Kusnetsov natürlich auch nutzen als eine Art Long-Range-Sniper. Das ist auf jeden Fall eine Option. Seine Basisfähigkeit würde dafür perfekt passen. Mir persönlich gefällt das nicht so gut, da einfach auf 19, 20 Kilometer die Genauigkeit doch etwas zu wünschen übrig lässt. Und was natürlich auch ein Thema ist, die russischen Kreuzer in der Regel, zumindest die höhertierigen, in der Regel mit Radar und Sonar ausgestattet. Und auf 20 Kilometer Entfernung zum Rest der Schiffe findet man eben relativ selten einen Zerstörer. Das heißt, man hätte hier ein sensationelles Werkzeug, das man aber einfach nie nutzen kann. Aus dem Grund, wie gesagt, nicht unbedingt meine erste Empfehlung oder meine Top-Priorität, hier auf unglaublich große Reichweite Schaden zu machen, sondern eben auf einer mittleren oder leicht erhöhten Reichweite, da passt Kusnetsov ganz gut, und eben dann mit einem Boost für die Nachladezeit. Sehen Sie hier in der Otschakow beispielsweise alle 5,5 Sekunden oder 5 Sekunden in etwa, die wir schießen können, und machen da wirklich ordentlich Schaden. Feuer sind natürlich auch immer wieder dabei, das ist ganz klar, das soll natürlich auch so sein, denn damit können wir noch mehr Schaden raushauen. Hier sehen wir eine enge Salve, das hätte ganz, ganz übel ausgehen können. Und eben, wie gesagt, André Roux, der Franzose, um diesen HE-Schaden an sich auch noch zu erhöhen. Wir haben dann im legendären Slot, sehen wir etwas später, EOP, also Equilibrium of Power oder Gleichgewicht der Kräfte. Das halbiert unsere Feuerchance, also die Chance, mit unseren HE-Geschossen ein Feuer zu verursachen. Wir haben hier jetzt auch bei 36 Zieltreffern erst 2 Brände, aber die Schadenszahl passt trotzdem mit 12.000, denn dafür wird eben die Chance erhöht, mit den Kanonen mehr Schaden zu machen, beziehungsweise mehr Schaden macht man nicht, aber sie schattern weniger, und das hilft natürlich. Um aber eben diesen Rückgang in der Brandwahrscheinlichkeit zu kompensieren, haben wir im Slot 1 lodernde Flammen. Da haben wir dann 2% jetzt wenigstens wieder zurückgeholt, verzichten dafür auf etwas Reichweite und eben auf das verstärkte AA. Aber wie schon gesagt, das AA, okay, das interessiert uns hier mit der Otschakow generell nur sehr, sehr wenig.
Und die zusätzliche Reichweite wollen wir an und für sich nicht, brauchen wir an und für sich nicht, da wir ohnehin jetzt nicht ganz hinten am Ende der Map stehen möchten, sondern mehr oder weniger im Mittelfeld, und dafür reicht den Schiffen eigene Reichweite plus eben die Basisfähigkeit von Nikolai Kusnetsov. Hier überdrehen wir leider etwas, kassieren einen Torpedotreffer, das ist natürlich ärgerlich. Sehr schön aber an der Otschakow, diese tolle Heilung, funktioniert wirklich super, also da kann man sich einiges wieder zurückholen. Was ist an Kusnetsov sonst interessant? Ja, generell ein sehr beliebter Kapitän für Inspirationen. Also so gut wie jeder Long-Range-Build braucht Kusnetsov, beziehungsweise Long-Range-Kreuzer-Build braucht Kusnetsov, einfach weil er der einzige Kapitän ist, der hier wirklich ordentlich die Reichweite der Hauptgeschütze erhöht. Und das ist natürlich für sehr viele Schiffe äußerst interessant, speziell an und für sich auch für Schiffe mit einer sehr kurzen Reichweite. Denn bei einer Atlanta beispielsweise, die standardmäßig doch nur eine sehr begrenzte Möglichkeit hat, kann der Kusnetsov durch einen Unterschied ausmachen und ja, den einen oder anderen Kilometer rausholen, und somit wird dann das Schiff auch wieder noch konkurrenzfähiger, würde ich sagen. Ich meine, es ist ohnehin ein fantastisches Schiff, aber es fehlt ein bisschen eben die Reichweite, speziell wenn man jetzt dann auf Tier 7 zum Beispiel trifft mit der Atlanta, da muss man doch näher ran, als man möchte, und dabei hilft Kusnetsov zum Beispiel wirklich sehr. Wir sehen mittlerweile 85 Zieltreffer, davon natürlich trotzdem einige Shatter, aber 36.000 Schaden, das ist durchaus okay, und speziell mit den russischen leichten Kreuzern, wie hier der Otschakow zum Beispiel, der hat jetzt nicht das tollste Kaliber und dadurch mit Equilibrium of Power schaffen wir es trotzdem eben, gute Schadenszahlen zu bekommen. Ein paar Feuer sind die Draufgabe und das funktioniert dann wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir langsam aber zu Slot 2. Was haben wir uns hier überlegt? Ganz einfach, weiter die Brandwahrscheinlichkeit erhöhen, eben weil wir sie unten rausnehmen. Dafür verzichten wir auf, bevor es zu spät ist, also die Torpedo-Erkennbarkeitsreichweite, gut, das ist uns relativ egal, leider auch auf intuitiv das Radar-Sonar erhöhen würde und ganz speziell den Twist-and-Track-Mechanismus beinhaltet, also es zeigt uns so ein kleiner weißer Halbmond auf das nächste Schiff, egal ob wir es sehen oder nicht sehen. Wirklich ein sehr, sehr hilfreicher Skill. Aber wie gesagt, da uns doch einiges an Brandwahrscheinlichkeit fehlt und wir doch sehr oft schießen und wir da eigentlich so viel DPM wie nur möglich rausholen wollen, haben wir uns entschieden, eben da nochmal 2,5% an Brandwahrscheinlichkeit zurückzuholen. Fraglich, ob es so sinnvoll ist, ob man dafür intuitiv, der einer der wichtigsten Skills im ganzen Spiel oder einer der besten Skills im ganzen Spiel ist, wirklich darauf verzichtet. Aber ich muss sagen, ich bin an und für sich recht zufrieden und verlasse mich in der Otschakow auch darauf, dass das Spotting passt, beziehungsweise da wir ja generell relativ weit weg sind vom Gegner. In der Regel ist das dann schon okay, irgendjemand wird uns da schon was aufklären, also dass wir da jetzt unbedingt jemanden suchen müssen, passiert relativ selten. Von dem her meiner Meinung nach durchaus legitim, die Brandwahrscheinlichkeit weiter zu erhöhen, sind ein paar Prozent. Wenn er gemaxt ist, also 16,4, geht natürlich noch einiges mehr. Ich glaube, dann kommt man auf 5% zusätzliche Feuerchance oder zumindest 4%, was ganz schön ist. Mittlerweile im Spiel hier schaut es ganz gut aus, sind ein Schiff vorne, haben einen guten Vorsprung an und für sich, beziehungsweise haben das unsere Kollegen relativ
stark gespielt auch und konnten jetzt mittlerweile eben 134 Zieltreffer, 6 Brände, 52.000 Schaden. Also ihr seht, das funktioniert. Wichtig ist natürlich generell in Kreuzern, aber speziell auch mit diesem Bild, dass man so lange wie möglich im Spiel ist. Man braucht doch das gesamte Spiel, um eine gute Schadenszahl zu bekommen. In kurzer Zeit geht da relativ wenig, sondern wirklich wir müssen von Anfang an dabei sein, schießen, schießen, schießen und uns so eben hocharbeiten. Das tun wir jetzt auch weiter im Skilltree. Schauen wir uns Slot 3 an. Da gäbe es ja auch wieder interessante Möglichkeiten. Wir haben uns für Rausch der Geschwindigkeit entschieden. Maximale Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Alternative Durchstoßen, das den AP-Schaden erhöhen würde und den Durchschlagsmultiplikator erhöhen würde. Ja, wäre ein schöner Skill. Ich schieße in den Schiffen, in denen ich Kuznetsov ausgerüstet habe, in der Regel aber eher HE, wenn dann AP nur auf die Breitseitenkreuzer und für die reicht das. Also Zitadellen sind auch ohne diesen Multiplikator problemlos möglich und gegen Schlachtschiffe beispielsweise schaffen wir mit der Otschakow mit oder ohne Multiplikator keine Zitadellen. Also da hätten wir keinen zusätzlichen Vorteil. Wir gewinnen eigentlich nichts. Natürlich etwas mehr AP-Schaden wäre schön, aber in der Regel schießen wir, wie gesagt, hier ohnehin HE. Es ist alles darauf ausgelegt, von dem her brauchen wir den Skill nicht. Die zusätzliche Geschwindigkeit kommt uns aber sehr gelegen. Wir fahren hier derzeit über 30 Knoten, fahren vom Gegner weg. Das hilft uns natürlich zu überleben. Die Geschwindigkeit generell hilft uns dabei, weniger getroffen zu werden, hilft auch dabei, besser in Position zu kommen, denn wir wollen ja, wie gesagt, das ganze Spiel überschießen können. Auch jetzt wieder gute 40 Treffer mehr seit dem letzten Zwischenstand sozusagen und doch einige tausend Schaden. Okay, es war ein Torpedotreffer dabei, dennoch hat das gut funktioniert. Fixiert auf Slot 4 anstelle von der Ruderstellzeit. Ruderstellzeit ist auch immer schön, aber die Granatengruppierung, gerade Midrange, Longrange, da dazwischen, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Die Russen an sich haben eine gute Granatengruppierung, eine schöne Flugbahn, das funktioniert ganz gut. Aber wir sehen es hier zum Beispiel auch bei unserer Salve auf die Hipper. Dieser zusätzliche Boost hilft durchaus. Schaut einerseits schön aus, andererseits ist es effektiv. Man trifft in der Regel hier zum Beispiel auf 15 Kilometer einen gegnerischen Kreuzer doch mit 5 Projektilen von 8 möglichen. Das ist kein schlechter Wert. Natürlich hilft es, wenn man auch zielen kann, das ist klar. In dem Fall zum Beispiel, ja, habe ich nicht so gut gezielt. Aber eben, ja, man hat durchaus, also die Granaten gehen dorthin, wo man auch hinzielt. Das ist sehr hilfreich und damit kann man dann auch gut arbeiten. Wir würden das ein bisschen kompensieren, dadurch, dass wir ja entsprechend oft schießen. Da kann dann gerne mal etwas daneben gehen. Das ist jetzt weniger ein Problem. Aber je mehr wir treffen, je schneller wir treffen, umso mehr Schaden machen wir, umso schneller ist der Gegner natürlich ausgeschaltet. Von dem her ist es natürlich immer gut, zuerst zu treffen oder wie unser Freigeist, das in der Regel sagt, erst wenn ich das Schiff getroffen habe, kann ich darüber nachdenken, ob ich Schaden mache und wie viel Schaden ich mache. Wo er durchaus recht hat. Hier gehen wir jetzt auf die Hipper. 4 normale Penetrationen, nochmal 6 Penetrationen. Also ihr seht, EOP bringt durchaus etwas. Bei der nächsten Salve jetzt leider beispielsweise Ricochet und Bounce, aber allgemein, glaube ich, hat man in diesem Spiel sehr gut gesehen, Gleichgewicht der Kräfte oder EOP nimmt mir zwar die Hälfte der Wahrscheinlichkeit, einen Brand zu verursachen, reduziert ein bisschen den Schaden an sich, beides kompensieren wir bestmöglich mit Inspirationen und Skills, aber die Durchschlagskraft der Sprenggranaten steigt um 30% und deshalb schaffen wir es wirklich sehr, sehr viele richtige Penetrationen zu haben. Und
dem Gegner entsprechend viel Schaden zuzufügen. Hier auch wieder zum Beispiel 6, obwohl das Schiff nicht genau Breitseite fährt. In anderen Schiffen wäre es durchaus möglich, dass man hier dann wieder ein paar Shatter hätte, speziell bei der Hipper, die ja generell recht gut gepanzert ist, gut gerüstet ist, aber eben durch den Skill müssen wir uns über das jetzt keine Gedanken machen, glücklicherweise. Jetzt haben wir hier noch als letztes die Susuya. Leider schaffen wir es nicht, einerseits den Kill zu holen, den Kraken zu holen, so viel kann ich gleich verraten, andererseits das Feuer zu löschen, somit war das die Partie leider für uns. Eben, der Kraken ist sich nicht ausgegangen, aber 115.000 Schaden, 247 Zieltreffer, 4 Kills und trotzdem 11 Feuer. Das ist kein schlechter Wert, das ist sogar ein sehr guter Wert an und für sich, vor allem wenn man bedenkt, dass wir nur die halbe Brandwahrscheinlichkeit haben. 22 Feuer in einer Partie wären natürlich herausragend, aber sind dann auch nicht immer viel besser, was den Schaden angeht, denn ja, Brandschaden wird immer zurückgeheilt, beziehungsweise wird der dann doch immer wieder gelöscht und wer weiß, wie lange das brennt. Kann super funktionieren, kann auch in die Hose gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch etwas gebracht, vielleicht eine kleine Inspiration dazu. Wünsche euch alles Gute, bis bald und derre!